Hi Leute, so ich habe heute die liebe Silke bei mir und heute wollten wir mal über das Thema schleimfreie Heilkost, schleimarme Heilkost reden und was es dabei unbedingt zu beachten gibt, genau, mit der Übergangskost. Da wollten wir beiden heute mal unsere Erfahrung mit euch teilen. Ja, schön, dass du dabei bist, Silke. So, und wir wollten jetzt mal erzählen, was wir halt unbedingt dabei beachten würden, wenn man in die schleimfreie Heilkost rein möchte, weil viele springen halt von jetzt auf gleich dann da rein und denken, okay, lesen die Schriften von Erit. Könnt ihr übrigens kostenlos auf der Webseite bei Silke oder mir runterladen, die schleimfreie Heilkost zum Beispiel auch. Genau. Und denken halt dann, ja, von jetzt auf gleich nur Früchte zu essen. So. Und am Anfang fühlt man sich vielleicht auch gut, aber ja, über die Zeit hinweg ist es halt dann nicht mehr so gut. Und es kann sogar ein paar Monate, halbes Jahr, Jahr oder 2, 3 Jahre dauern, bis man sich dann irgendwie schlechter fühlt. Aber der Punkt ist halt, dass man halt diesen Hintergrund wissen muss, wie die Entgiftung einmal abläuft, was da für ein Prozess eingeleitet wird und dass halt eine Übergangsernährung, eine schleimarme Ernährung immer notwendig ist. Und ja, wenn man halt von jetzt auf gleich in so eine andere Ernährungsrichtung reinspringt, dann ist es halt viel zu extrem. So, der Körper muss halt erstmal auf dieses Level kommen und sich dementsprechend halt von den ganzen alten Mist, den man mal zu sich genommen hat, reinigen. So. Und mir ist neulich so dieser Vergleich eingefallen, dass wenn man auch sich zum Beispiel dehnt oder man hat einen Schlangenmenschen so und der biegt seinen Rücken irgendwie nach hinten und greift sich an die Füße so. Und wenn man das halt nachmachen möchte und sich einfach in diese Position zwingt, so, dann bricht man sich halt einfach nur das Rückgrat dabei. Und mit der Ernährung ist es halt genauso. Wenn man da versucht, einfach von jetzt auf gleich, wo der Körper einfach nicht für bereit ist, das so schnell umzustellen, ja, ihn dazu zwingt, es ist halt einfach kontraproduktiv. Genau. Was meinst du, Silke? Wie würdest du am besten eine Übergangskost gestalten oder warum? Genau, vielleicht auch noch mal ein paar Einblicke dazu. Es kommt natürlich immer darauf an, was so die Ausgangssituation ist, wie sich die Person gerade ernährt. Wenn es eher eine konventionelle Kost ist mit 5 Mahlzeiten am Tag, die eben auch durchmischt ist mit pflanzlichen, tierischen Lebensmitteln, da würde ich immer erstmal empfehlen, versuchen, ein bis zwei schleimfreie Mahlzeiten am Tag zu integrieren. Das kann ein grüner Smoothie sein, das können auch mal eine kleine Portion reife Früchte sein oder es kann auch ein Salat sein mit ganz wenig Dressing, also schleimarm bis schleimfrei, dass man einfach mal schaut, natürlich zu essen, so natürlich wie möglich, so einfach wie möglich, auch als Fertigprodukte wegzulassen. Das ist für mich ja auch immer Fertigprodukte weglassen. Ne? Das ist so eigentlich der erste Schritt. Ja. Und dann, ich empfehle dann auch immer, das Frühstück schleimfrei zu gestalten. Das fällt den meisten Menschen noch relativ leicht, eben ein Frühstück mit Obst zu starten oder mit einem grünen Smoothie ist vielleicht für den Anfang noch viel besser, weil eben das Grün dabei ist. Wir hatten ja auch das Thema schon in diesem Schleimfrei-Heilkost-Video, was wir aktuell essen mit den Früchten, diese Problematik, ja, dass die Menschen nicht zu viel denken, ach, dann esse ich einfach mal einen halben Tag nur reife Früchte und so viel, wie ich mag. Also da ist ein grüner Smoothie noch für die Übergangskost besser, weil dann eben das Grün dabei ist und weil da eben auch einfach auch gut sättigt. Oder man macht sich abends einfach mal gedämpftes Gemüse mit einem schönen Salat. Also dass man einfach schaut, dass man die Ernährungsgewohnheit Schritt für Schritt ändert, ne? Und nicht einfach so von heute auf morgen, sondern ganz langsam. Ja. Manche mögen erstmal ihr Frühstück beibehalten und gehen dann eher über zu einer schleimfreien Abendmahlzeit. Manche wollen dann eher mittags einen Salat essen, gedämpftes Gemüse. Das ist so ganz individuell. Aber mit Früchten, was du auch schon in einem Video gesagt hast, wäre ich auch sehr vorsichtig, nicht zu viel reife Früchte essen. Ja. Also auch wenn sie reif sind, ne? Generell nicht zu viel Fruchtzucker essen. Ja, und genau das, was du auch schon angeschnitten hast, wir haben nämlich auch nochmal ein Video zu gemacht, das ist auf Silkes Kanal, ich werde es unten drunter verlinken oder in die Infobox stellen.
Schaut da auch unbedingt mal rein, da erzählen wir, wie wir es gerade machen, wie wir schleimarm uns ernähren oder frei. Genau. Ja. Und auch ja, das, was du jetzt eben gesagt hast, so mit diesem Schritt für Schritt umstellen, das habe ich halt auch immer gemerkt. So im Grunde habe ich es auch selber so gemacht. Ja, vor 14, 15 Jahren habe ich erstmal auf vegetarisch umgestellt mit 15 Jahren. Und dann mit 19 vegan, war am Anfang noch so aus ethischen Gründen. Aber dann mit vegan habe ich halt gemerkt, okay, Regenerationszeit war immer besser, hatte praktisch keinen Muskelkater mehr. Ja, war viel wacher, klarer, Haut wurde besser. Und dann bin ich halt immer mehr in eine vollwertige Richtung. So. Und dann war das halt so ein Prozess über die letzten 15 Jahre. Und es war nicht so, hey, ja, ich esse jetzt nur noch Früchte, sondern es hat sich halt so in so eine Richtung entwickelt, wo man einfach immer mehr Rohkost gegessen hat, immer vitaler, immer frischer, immer unverarbeiteter, finde ich immer so eine perfekte goldene Regel, ja, sich daran eben zu orientieren. Ja, genau. Wenn sich jemand konventionell ernährt, eben auch, wo ein tierischer Anteil dabei ist, da würde ich immer raten, das zu minimieren und auch einfach zu schauen, wenn man noch nicht darauf verzichten möchte, wo kommt das her? Ne, wirklich auf eine gute Qualität achten, eher minimieren, weniger, also dass man wirklich auf gute Qualität achten kann und dass es nicht so, weil viele sagen, es kostet zu viel, wenn ich auf Qualität achte. Ja. Mal schauen, was ich so an tierischen Produkten empfehlen könnte, wären zum Beispiel Rohmilchbutter oder wenn jemand noch Käse essen mag, Rohmilchkäse, ja. Oder auch wenn da jemand wirklich eine gute Bezugsquelle für Eier hat, also das sind zum Beispiel tierische Produkte, gerade Rohmilchbutter oder Eier, die ich für meine Jungs noch da habe, weil die ja auch selber weder vegan noch Rohkost essen noch Schleimfreikost, dass man einfach schaut, welche tierischen Produkte behalte ich und welche schmeiße ich aus meinem Speiseplan. Also ja. Ich würde auch generell abraten von stark gebratenen Sachen, wenn man in die Schleimfreikost möchte. Also es spricht auch nichts dagegen, sich eine Gemüsesuppe zu kochen, einen Gemüseeintopf zu kochen, wo man auch mal ein bisschen Zwiebel, Knoblauch anbrät und dann schön regionales Gemüse. Ja. Also das kann man auch sehr gut als Übergangskost nehmen. Suppen, Eintöpfe, gedämpftes Gemüse. Da kann auch mal, wenn man sagt, also fettfrei schmeckt mir das noch nicht. Es geht auch gar nicht darum, jetzt komplett alles fettfrei zu halten, aber man kann ein hochwertiges Leinöl, ein hochwertiges Hanföl oder ein anderes hochwertiges kaltgepresstes Öl einfach verwenden. Schön Kräuter dazu, Sprossen in Salat. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Ne? Und wenn natürlich sich jemand vegan ernährt und schon relativ, sage ich mal, auf Fertigprodukte verzichtet, vielleicht sogar auf Getreide, ist es noch einfacher. Diejenigen, die noch viel Getreide essen, da würde ich empfehlen, erstmal so auf glutenfreies Getreide umzusteigen. Buchweizen, Hirse, Quinoa, Amaranth. Also ich backe zum Beispiel auch für meine Jungs ein Brot aus glutenfreien Haferflocken, mit gekeimten Sonnenblumenkernen, Leinsamen. Das Brot ist jetzt zwar nicht schleimfrei, aber es ist eine gute Alternative vom konventionellen Brot. Ne? Also das ist auch ganz gut verträglich, gerade wenn man eben gekeimte Sonnenblumenkerne mitverwendet. Und also ja, dass man einfach schaut, wie kann man es ein bisschen ändern, noch nicht. Also die meisten Menschen sind ja nicht zu begeistern, wenn sie von heute auf morgen alles ändern müssen. Sie brauchen den schrittweisen Übergang. Man sagt ja immer, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Ne? So die Gewohnheiten, die stecken noch in einem so drin. Man möchte ganz viel im Geiste. Oh, das hört sich gut an, das will ich machen und dann geht es mir besser und ich habe da die und die gesundheitlichen Probleme, vielleicht gehen die damit weg. Also viele sind schon motiviert, was zu machen, aber wenn man 20, 30 Jahre lang sich auf einer gewissen Art ernährt hat, dann können die wenigsten von heute auf morgen umschalten. Ja. Deswegen Schritt für Schritt umstellen. Wie gesagt, tierische Produkte minimieren und auf die Qualität achten. Wenn man noch Weizen isst, konventionelles Gebäck da auch, wenn möglich, auf das minimieren oder auf glutenfrei umstellen. Und mehr Gemüse in die Ernährung, ob das roh ist. Man kann auch ganz toll Gemüse raspeln, ein bisschen Dressing dazu. Gemüse roh essen mit einem Dip, das ist auch alles schleimfreie Kost. Es gibt auch ganz tolle Dips. Ja, und dann mehr Gemüse, ein bisschen Früchte, aber auch da auf die Qualität achten und Schritt für Schritt alles umstellen. Wenn jemand natürlich Rohkost isst, so wie wir das lange Jahre gemacht haben, dann ist der Übergang zur schleimfreien Heilkost geht dann relativ schnell. So, ich habe das ja auch die ersten Jahre nur mit Rohkost praktiziert und bin dann, wann war denn das, 2019, 2018, damals noch mit Henry, da haben wir überlegt, gut, wir dämpfen jetzt mal Gemüse, wir gucken einfach mal, was das mit uns macht, reduzieren das Fett ganz drastisch. Wir haben da damals über Monate wirklich nur ganz, ganz wenig Fett gegessen. Und haben dann eher so Gemüse gebacken, gedämpft, haben da ganz viel ausprobiert, haben ganz viel experimentiert. Dazu haben wir auch ein Video gemacht über unsere Erfahrungen. Und genau, um einfach auch den Menschen
da so ein bisschen Inspiration zu geben oder auch zu sagen, weil jetzt zu sagen, ja, dämpf mal das und das und kombiniert das und das, wir hatten es ja nie gemacht, wir hatten ja nur die schleimfreie Heilkost in Rohkostform und das ist für viele Menschen einfach zu schnell der Schritt, sofort zu sagen, macht jetzt mal schleimfreie Heilkost in Rohkost. Und Henry hat auch dann auch mal so geprägt, labelt euch nicht. Wenn ihr sagt, ihr seid Rohköstler, labelt euch nicht, dann dämpft ihr mal wieder was. Oder du hast auch gesagt, in einem Video, du isst auch ein bisschen Honig für diese eine Mischung. Ja, und dann bist du jetzt halt nicht mehr 100% vegan. Du schaust halt, wo es herkommt. Ich meine, ich habe auch Honig für meine Jungs da, weil meine Jungs Honig auch mögen. Wir gucken, wo es herkommt und es gibt es auch nicht in Massen, aber es ist halt auch ganz wichtig, sich da nicht so eng zu machen, so nicht zu dogmatisch zu denken. Ja. Und es war eine interessante Erfahrung mit der Kochkost. Mich hat ja früher mal davon abgehalten, ich wusste ja schon vor vielen, vielen Jahren von Rohkost, weil ich dachte, Rohkost im Winter, und ich habe damals schon sehr auf regionale Lebensmittel geachtet. Es hat mich lange, lange Zeit davon abgehalten, mal wirklich ein ganzes Jahr lang Rohkost zu machen. 2013 habe ich dann umgestellt, ich versuche das jetzt, aber ich habe dann eben im Winter auch viele Früchte gegessen oder Avocados, also auch viele Lebensmittel aus aller Welt. Damals habe ich noch viel mehr gegessen. Jetzt komme ich ja mit einer festen Mahlzeit aus und trinke eben noch Säfte, also flüssige Mahlzeiten. Und wenn man die Schleimfreiheitkost mit gedämpftem Gemüse praktiziert oder auch mit gekochtem Gemüse, dass man sich mal einen Eintopf oder eine Suppe macht, dann kann man auch ganz viel regional essen. Du hattest ja auch in unserem Schleimfreiheitkost-Video, was wir aktuell essen, erzählt, berichtet, dass wenn du jetzt mehr gedämpftes Gemüse isst, bist du viel länger satt und brauchst manchmal nur eine Mahlzeit. Ne? Und wenn man regional kauft, auch wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Biobauern kauft und dann noch weniger essen muss, weil einen das gute, hochwertige Gemüse viel mehr satt macht, dann spart man ja auch wieder Kosten. Schon, ja. Also ich glaube, mit Rohkost habe ich, glaube ich, doppelt so viel ausgegeben. Mit komplett 100% Rohkost, jetzt ist es halt so 80% oder was. Genau, also jetzt im Winter gerade nur, ne? Im Sommer ist es dann auch wieder anders. Da hat man halt auch regional dann selber viel, Früchte oder sonst was, genau. Aber ja, diesen Punkt, wo du angeschnitten hast, das ist mir halt auch immer wieder aufgefallen, so mit diesem, dass man halt nicht Schritt für Schritt umstellt und von jetzt auf gleich eben, weil dann ist es halt auch immer wieder so komplett kontraproduktiv, weil das ist mir auch super oft in der Zusammenarbeit so aufgefallen, dass man von jetzt auf gleich dann reinspringt. Man ist halt motiviert so, soll man auch mitnehmen, so diesen Motivationsschub, ist ja cool. Aber dass man sich halt dann bewusst macht, hey, das braucht trotzdem seine Zeit und ich möchte mir zum Beispiel so ein Level halten, dass ich mich zum Beispiel vegan vollwertig ernähre. So, dass ich schaue, so möglichst naturbelassen oder wie du halt sagst, als erstes erstmal E-Nummern weglassen, Industrie, Salz, Zucker weglassen, dass man erstmal da auf einer natürlicheren Basis ist. Und weil wenn man eben auch so, das kannte ich nämlich auch von manchen, dass sie halt wirklich vorher so alles gegessen haben, sogar tierische Produkte, Industriekost, E-Nummern und so weiter. Und dann von jetzt auf gleich halt nur irgendwie Mono und einfach und Früchte oder nur Monosalat oder so. Und dann ist es halt oft so, man hat sich dann nicht, weil es kommen dann die Gelüste so. Und der Körper ist am Reinigen und am Ausscheiden und man hat dann die Gelüste und dann kommt man halt wieder in diese komplett alten Muster und dann kommt man halt nicht aus diesen Teufelskreisen in Anführungszeichen raus, wenn man dieses Rad halt dann durchbricht, indem man sagt, okay, wenn ich dann Gelüste habe auf Chips, dann esse ich halt erstmal am Anfang keine Chips mit E-Nummern, sondern ich esse erstmal Chips, die einfach nur mit Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Meersalz sind, so. Keine E-Nummern, kein Industriesalz drinnen, so als ersten Schritt. So. Und dann kann schon mal das Ganze aus dem System raus. Und so kommt man halt Schritt für Schritt einfach wirklich nachhaltig voran. Weil sonst ist es wieder so, ja, dann hat man die Gelüste, dann greift man wieder zu, ja, irgendwie komplett E-Nummern allen möglichen. So, dann ist es wieder im System, irgendwann wird es wieder ausgeschieden. Und dann hat man wieder die Gelüste und man kommt da halt dann nie raus. Dann schwankt man immer nur in den Extremen. Und kommt nicht auf eine stabile, nachhaltige Basis, wo man sich Schritt für Schritt immer besser fühlt. Ja, genau. Ja, man darf auch das emotionale Essen nicht vergessen. Ne? Viele essen ja auch aus emotionalen Gründen, hat sich vielleicht über Jahre auch schon so ein gewisser Mechanismus eingebrannt, sag ich mal so. Und ja, wenn dann wieder so eine stressige Situation kommt, dann fällt man dann eher wieder auf so Fastfood zurück oder Fettiges oder Industriesüßigkeiten. Je nachdem,
ist ja auch unterschiedlich, was man in solchen Stresssituationen isst. Manche essen alles Mögliche, manche haben da so einen Fokus auf bestimmte Dinge. Deswegen langsam umstellen. Ich würde auch am Anfang gar nicht so drastisch die Nahrungsmenge reduzieren wollen. Ne? So, das ist auch erstmal wichtig. Erstmal die Mahlzeiten, vielleicht kann man mal eine Mahlzeit versuchen wegzulassen, mal eine Woche probieren. Aber dass man einfach schon erstmal so 4, 5 Mahlzeiten, die man eben isst, aber eben die vorher nicht so hochwertigen Lebensmittel mit hochwertigeren Lebensmitteln ersetzt. Ja. Ne, oder das gebratene Gemüse mit gedämpftem Gemüse und mit einer Gemüsesuppe zum Beispiel. Genau. Oder dann, wenn man Weizenbrot, Weizenbrötchen, das eben mit einer glutenfreien Alternative oder vielleicht sogar ganz Getreide weglassen. Weil ich finde, so Getreide an sich jetzt in Massen ist gar nicht so verträglich für unsere Gesundheit. Ne? Also ja. Als damals die Menschen, so das Narrativ oder was man so erzählt, als sie sesshaft geworden sind und Tiere domestiziert haben und Getreide angebaut haben, da wären angeblich die ersten Gelenk- und Zahnprobleme aufgekommen mit dem hohen Getreidekonsum. Genau, und heutzutage ist das Getreide, gerade der Weizen, auch so hochgezüchtet und modifiziert. Ich meine, es gibt ja auch Urgetreide, Kamut, Einkorn, Emmer. Wenn man da sich das Getreide keimt oder frisch mahlt und ein Brot backt, da ist auch erstmal nichts dagegen zu sagen, wenn man noch das Brot benötigt. Ne? Aber schon, also ich halte mich auch schon bei meinen Kindern seit Jahren von Weizen fern. Also die kriegen kaum noch Weizen, naja, mal Dinkel oder Roggen oder Kamut oder eben glutenfrei. Ja, genau. Glutenfrei ist auch immer so ein guter Schritt. Oder gerade wenn man dann Hautprobleme oder so hat, Gluten, Milch erstmal weg, Milchprodukte, dann ja, ist das schon mal super. Ja. Und allgemein, das ist mir auch aufgefallen, bevor man sogar an die Ernährung geht, weil das Ganze ist halt einfach ein Entgiftungsprozess auch, der dadurch eingeleitet wird, würde ich erstmal immer schauen, eins nach dem anderen eben, ne? Also immer, ja, erstmal sagen, ein Lebensmittel zum Beispiel rauszunehmen und dann dafür Alternativen finden, damit man dann halt auch die neuen Lieblingsgerichte hat, die man dann halt im Alltag integriert hat und dann nicht wieder zu irgendwelchen alten Sachen, sondern wirklich auf eine Entdeckungsreise geht und neue, leckere, gesunde Sachen entdeckt. Aber bevor ich das noch machen würde, würde ich auch mal schauen, weil das auch häufig der Fall ist, dass viele noch rauchen, trinken, oder Kaffee trinken zum Beispiel, so. Da würde ich nämlich eher mal schauen, bevor man so extrem die Ernährung umstellt, würde ich lieber mit der Ernährung ganz langsam machen, so beständig neue Gerichte, leckere entdecken und dann lieber erstmal am Anfang schauen, dass diese zwanghaften Verhaltensmuster, sage ich mal in Anführungszeichen, wo es halt so täglich, ne, diese Ausnahmen sind nie das Problem, ne, es ist dann eher so, oft ist es halt nicht die Ausnahme, ne, weil viele dann sagen so, ja, meine Freiheit, einen Kaffee jeden Tag zu trinken, ja, aber wenn du das musst und wenn du keinen Kaffee trinkst und dann schlecht drauf bist, dann ist es keine Freiheit, sondern dann ist es ein Zwang, so, das ist der Punkt, man kann seinen Kaffee genießen, aber wenn das halt täglich ist und man ohne Kaffee schlecht drauf ist, dann würde ich mir halt Gedanken machen und das auch erstmal weglassen und dann mit der Ernährung erstmal langsam machen. Lieber erstmal den Kaffee weglassen, weil das bringt halt auch so den Energiespeicher immer durcheinander. Man hat halt dann diese krassen Hochs und Tiefs. Man ist mal ja total müde, dann trinkt man Kaffee. Ja, dann ist man kurz ja ein Booster und kurz wieder fit und da. Aber dann geht's halt dafür doppelt so viel nach unten. So, und dieser Energiehaushalt, der gleicht sich halt wieder gut aus, wenn man erstmal Kaffee zum Beispiel weglässt oder halt irgendwelche Stimulantien, die halt das Nervensystem durcheinander bringen. Genau. Wenn das die Ausnahmen sind, kein Problem. Aber halt dieses tägliche Ding würde ich erstmal schauen, täglich Alkohol, Rauchen zumindest zu reduzieren, ne? Weil das ist sonst auch so ein kontraproduktiv oder ich sag mal, es ist halt nicht so zweckmäßig, wenn man sagt, okay, ich entgifte den Körper und man braucht 2 Schachteln am Tag. Ja, klar kannst du den Körper dann besser handeln, aber dann würde ich erstmal schauen, was steckt da ja hinterm Rauchen, das erstmal zu reduzieren. Ja, im ersten Schritt vielleicht eine mildere Tabaksorte oder so, eine natürlichere und dann halt nur noch beschränken und sagen, hey, maximal 5 Stück am Tag oder 10, je nachdem, wo man da halt stand, dass man halt da dann erstmal schrittweise von solchen Sachen wegkommt und dann sich mehr auf die Ernährung fokussiert und da halt auch ausleiten kann. Genau. Ja. Es ist ja auch so, viele denken, dass der Geschmack in den Lebensmitteln steckt. Und ich meine, die Fertigprodukte, da ist Aroma drin, da ist zu viel, die sind zu fettig, zu salzig, zu süß. Ne? Und so ein ganz wichtiger Stoff ist ja
ist ja, also Bitterstoffe sind ja ganz wichtig. Die waren früher gang und gäbe in unseren Nahrungsmitteln, auch im Gemüse, im grünen Blattgemüse. Es wird ja alles ausgezüchtet. Und jetzt ist der Fokus so auf eben auf fettig, Salz, salzig und süß. Und das kann natürlich unsere Geschmacksnerven auch verwirren. Das ist auch deswegen ganz wichtig, die Fertigprodukte immer mehr wegzulassen und nur noch echte Lebensmittel zu essen. Nicht Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel, wo das Leben noch drinsteckt. Und dann erkennt man erst wieder, was echten Geschmack ausmacht. Das muss man wieder erlernen, wenn man ganz viel Fertigprodukte isst oder sehr salzig, fettig, süß. Dann denkt man, das Lebensmittel schmeckt so, ne? Diese Nahrungsmittel, das ist natürlich. Und dann denkt man, ja, ich will nicht auf Genuss verzichten. Aber die meisten Menschen vergessen, dass der Geschmack ja nicht in dem Lebensmittel ist, sondern im Gehirn. Ja, dass das übers Gehirn geht. Ne? Also, und das kann man eben wieder umtrainieren. Also man kann sich das wieder abgewöhnen, diesen intensiven, künstlichen Geschmack, was sie da, oder auch das zu süß, zu salz, zu fettig, und kann wieder in die richtige Richtung gehen, also in die natürliche Richtung. Wir haben auch einige Berichte, die zum Beispiel regelmäßig Kaffee trinken, Alkohol und geraucht haben, dass das auch viel auf den Geschmack, also dass das auch viele Auswirkungen, extreme Auswirkungen auf den Geschmack hat. So. Ja. Und Geschmack, ja, finde ich, ist halt auch so ein Punkt, wo man, man denkt ja, oh, man verzichtet und es schmeckt ja nichts. Der Geschmack, das ist eigentlich nur das, was die Zunge gewöhnt ist. So 2-3 Wochen, wenn man mal was konsequent weglässt und dann was anderes isst, dann hat man plötzlich nur noch Lust darauf. Wenn man Sachen zum ersten Mal, wie süß, wenn man Sachen zum ersten Mal isst, ja, manchmal schmeckt es einem gar nicht, aber wenn man dann merkt, so okay, ja, Papaya, Kokosnuss hat mir am Anfang auch so, ja, okay, ganz nett. Und dann hat man es ein paar Mal gegessen und dann ist es das, was man immer wieder Lust drauf hat. So, die Zunge möchte einfach immer nur das, was sie eigentlich immer hatte und kennt. Aber wenn man das mal 2-3 Wochen umgestellt hat, da ist überhaupt kein Verzicht. Also Geschmack, ja, später schmecken einem die anderen Sachen halt dann nicht mehr. Genau. Ja, auch viele Menschen, die sich normal konventionell ernähren, die können sich gar nicht vorstellen, dass man so... Also auch eine reife Tomate, eine schöne regionale Gurke, ne? Dass das wirklich ein Genuss ist. Oder Feldsalat. Ich liebe zum Beispiel auch grünes Blattgemüse, also Feldsalat, Postulein, esse ich pur. Ja. Weil ich diesen Geschmack so liebe, dieses reine, natürliche. Und das sind viele Menschen gar nicht mehr gewöhnt. Ne? Die denken, ja, aber da ist es, finde ich, auch noch eine große Sache beim Geschmack. Weil das habe ich auch gemerkt, so als Kind, so Tomatenblank oder so, für mich hat es so nach nichts geschmeckt. Und es ist halt auch so, wenn du irgendwie im Supermarkt so eine Tomate isst oder so unreife Sachen im Supermarkt, es ist einfach nur wie aufgeblasen. Da steckt halt nichts dahinter, kein Aroma. Und wenn man dann, wo ich zum Beispiel auch in Frankreich war im Sommer und da war die Lebensmittelqualität einfach viel, viel besser so. Und ich habe das Gleiche gegessen oder du isst einfach nur eine Avocado oder du isst einfach nur eine Frucht und du bist einfach danach befriedigt und der Geschmack ist einfach... Du kannst es pur essen, so. Sachen, die du hier halt teilweise im Supermarkt bekommst, die kannst du halt auch nicht pur essen. Dann, klar, braucht man dann Gewürze und alles Mögliche, weil einfach nichts mehr drinnen ist, weil das halt innerhalb von, weiß ich nicht, ein Zehntel, Hälfte der Zeit wächst, je nachdem was. Ja, was soll halt noch drinnen stecken, so. Und ja, wenn man halt regional isst oder so, bei Kürbissen habe ich es auch total gemerkt, so. Im Supermarkt, die Kürbisse haben halt alles so verbessert geschmeckt, kein Aroma, nichts. Und wenn du halt wirklich irgendwo auf dem Feld dir einen mitnimmst, ja, es hat halt wirklich Geschmack. Das kannst du dann halt auch pur essen oder wie halt auch Postelein, Feldsalat. Ja, das sind halt Welten. Es ist zwar beides dasselbe im Supermarkt vom Namen her, aber es ist einfach Welten so. Du kannst es nicht vergleichen, weil das eine kannst du halt pur gar nicht essen, so, weil es halt nach nichts schmeckt. Ja. Genau. Ja, also die Qualität von Lebensmitteln ist auch bei der Umstellung wichtig, also so gut, wie es möglich geht. Und es gibt manchmal Menschen, die sagen, ah, das ist also nur Bio, das ist mir zu teuer. Da kann man auch so den Tipp geben, wenigstens die Sachen, die man nicht schälen kann, wie grünes Blattgemüse, dass man das wenigstens ökologisch kauft. Ich meine, Bananen kann man schälen, es gibt einiges an Obst und Gemüse, wo man die Schale abmachen kann, wo man sie abtrennen kann. Dass man erstmal schaut, was also bei Grün würde ich eh sowieso immer auf ökologisch gehen. Ja, das stimmt. Und dann halt spezielle Sachen, sowas wie Erdbeeren oder so, würde ich auch drauf achten. Die sind ja im Supermarkt echt teilweise, weiß ich nicht, so krass parfümiert, riechen mega gut und dann, ja, probierst du mal eine und schmeckt nach nichts, genau, einfach nur Wasser. Ja, genau.
Ja, aber das ist doch mal ein ganz guter Überblick. Also das würde ich wirklich beachten, wenn man es mal so zusammenfasst, wirklich Schritt für Schritt neue Lieblingsgerichte entdecken, nicht zu schnell, ja, eins nach dem anderen halt ersetzen, erstmal Industriekost weglassen und dann einfach immer ja, vollwertiger, natürlicher, unverarbeitetere Richtung. Tja, schreibt gerne mal unten drunter, wie ihr es macht. Und schaut euch unbedingt noch das Video an, wie wir uns aktuell ernähren auf Silkes Kanal und wie wir es eben mit der schleimfreien Heilkost machen. Genau. Und dann bin ich eben gespannt zu lesen, wie ihr es macht. Ja, schreibt auch mal, wenn ihr Fragen zu habt. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und ja, bis dann, ihr Lieben. Macht's gut.